Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Warhammer 40k Darktide. Und was ihr im Hintergrund seht, bin ich als Ogryn in einer meiner ersten Missionen, in die ich mich begeben habe. Und in der Closed Beta hatte ich einfach am meisten Spaß mit dieser Klasse, weil sie mich am meisten an Vermintide erinnert. Denn mit dem Ogryn heißt es rein in die Menge und alles wegklopfen, was geht. Dazu hat man unterschiedliches Gerät im Einsatz. Ich habe jetzt so einen Knüppel dabei und die ziemlich Hardcore-Gun mit einem Schuss. Und wir werden heute im Video einfach ein bisschen auf ein paar Highlights eingehen, die ich jetzt hatte bei dieser Mission hier. Und ich werde euch allgemein einfach noch was zu meinem bisherigen Eindruck erzählen. Und ich freue mich natürlich, dass ihr hier mit dabei seid. Ihr seht, ich versuche natürlich gerade so gut es geht, die Waffe auszunutzen. Man hat eine ziemlich lange Ladezeit. Auf diese Gepanzerten muss man mit einem schweren Angriff draufkloppen, denn sonst kommt man nicht durch die Rüstung durch. Man hat, wie ihr seht, ein paar taktische Möglichkeiten hier zu kämpfen. Man kann also blöd kämpfen oder ein bisschen klüger, indem man blockt, indem man Feinde wegstößt, einen schweren Angriff macht oder eben halt nicht. Dementsprechend ist man mehr oder weniger effizient bei der Bekämpfung und das kommt natürlich dann in den schwierigeren Stufen zu tragen, wie man sich da anstellt. Ich versuche mich natürlich so gut wie möglich anzustellen, wie ihr hoffentlich hier im Gameplay erkennen könnt. Was ich bisher als Erfahrung habe, ich bin hier mit Randoms unterwegs, mit bestimmten Leuten zusammenzufinden. Im Multiplayer hatte ich gestern Schwierigkeiten, und zwar, ich glaube, mindestens 10 Minuten, 15 Minuten Schwierigkeiten, wirklich mal eine Mission zu starten, zumindest als Zweiergruppe, war mit dem Wukong unterwegs und ich will euch gar nicht erzählen, was wir da gemacht haben, aber ja, hier ansonsten, bisher war es okay. Man hat halt natürlich unterschiedliche Missionsziele, manche fand ich jetzt von Anfang an nicht so ganz klar, vor allem wenn man solche Sachen scannen muss. Und da haben manche Leute wirklich ein Problem damit gehabt oder man hat als Gruppe ein Problem. Aber natürlich ist es schön, Abwechslung zu haben und Darktide versucht das auch, dass man bei den Missionen unterschiedliche Dinge zu tun hat, erledigen muss, auch taktisch, eben strategisch irgendwie sich als Gruppe ein bisschen drauf einstellen muss, was man da tut. Und man muss aufeinander aufpassen. Und ich denke mal, ich erzähle an der Stelle jetzt einfach mal auch für die Leute, die Vermintide zum Beispiel noch nicht gespielt haben und sich überhaupt fragen, so, was ist denn hier mit dem Darktide? Was habt ihr denn alle mit diesen Games oder Vermintide? Ego-Perspektive, habe ich keinen Bock drauf oder so. Was habt ihr alle damit? Das Schöne bei diesem Game ist, dass ihr wirklich geballte Multiplayer-Action habt. Ihr müsst als Team spielen, das war bei Vermintide auch schon so, ihr müsst quasi zusammenbleiben. Ihr habt dutzende Möglichkeiten, euch in diesen Maps, in diesen Tunneln hier zu verlieren, dass jeder seinen eigenen Weg geht, dass jeder denkt, ach komm, da hinten, ich sammle noch was auf. Dann werdet ihr aber eventuell überrascht von irgendeinem Viech, was von irgendwoher kommt und ihr habt keine Chance. Und ihr braucht jemand anders, der euch rettet, der euch heilt, der euch wieder aufhebt, der die Monster euch von der Backe hält. Und das macht dieses Game oder diese Art von Games von Fat Shark so besonders, finde ich zumindest aus meiner Erfahrung. Man muss als Team zusammenhalten, man muss die Stärken der einzelnen Charaktere oder Klassen einfach ausnutzen, man muss sie kennen und man muss sie in den unterschiedlichen Momenten auch zu nutzen wissen. Zum Beispiel als Ogryn einfach die Leute zu verteidigen, jetzt die Viecher umzuschmeißen, damit die anderen, die vielleicht im Nahkampf nicht so stark sind, Gelegenheit haben, sich zu wehren und nicht überrannt werden. Ja? Und der Veteran zum Beispiel als Scharfschütze räumt mir als Ogryn die Viecher vom Hals, die oben irgendwo stehen und mich mit Knarren abballern gerade und ich dagegen nicht so viel machen kann. Und das sind so diese Einzelheiten, die dieses Game oder diese Art von Game so besonders machen. Die Atmosphäre ist dicht und der Bedrohungslevel dann auch. Es gibt ja wirklich ein Bedrohungslevel in Darktide. Aber wenn man in der Mission ist und dann so viele Monster kommen und man sich irgendwie wehren muss und von allen Ecken und Enden diese Monster kommen können, dann gibt es einfach ein extremes Spannungsgefühl. Und das erlebt man sonst nicht. Wenn man in Darktide reingeht oder in diese Darktide und Vermintide Games, dann hat man
10 bis 30 Minuten geballte Action, wo man nicht einfach Pause drücken kann, wo man wirklich hier guckt, dass man durchkommt und nicht die Gruppe komplett stirbt. Denn wenn die Gruppe komplett stirbt, ist ja die Mission quasi auch verloren. Ja? Und deswegen, das steigert die Spannung extrem hier, die Bedrohung, und macht einfach mega Laune, gibt so einen gewissen Kick. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört, auch die Musik im Hintergrund. Wenn ihr das natürlich lauter habt als ich jetzt, dann gibt es da richtig geile Momente einfach dabei. Und das ist der Hammer. Und das macht diese Spiele besonders, finde ich, und einzigartig. Und ja, mein Best-of-Moment, das hatte ich ja als Shorts-Video verwendet. Das spule ich euch mal kurz vor. Ich glaube, wir sind gleich da. Da habe ich die Granate schon weggeworfen. Hier, wir sind jetzt in der Mitte, müssen hier nämlich in der Mitte auf etwas zugreifen und werden natürlich dann von allen Seiten attackiert. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, ich packe jetzt meine Granate aus. Nur ich als Oakwin habe diese Granate. Das ist irgendwie eine riesige Kiste, die gegen ein einzelnes Viech mega viel Schaden anrichtet. Und das passt natürlich genau gegen solche mit einem toten Kopf da drauf zu halten, nicht auf so ein normales Viech. Denn dann klatscht die halt richtig weg. Das macht halt richtig Laune. Und es hat jede Klasse einfach was Bestimmtes, womit sie glänzt und was sie besonders macht. Und da kann sich natürlich jeder aussuchen oder jeder auch hin und her wechseln zwischen den Klassen nach jeder Mission. Und ja, so seinen Spaß haben. Ja, und die Missionsziele sind letztendlich, ja, unterschiedlich. Wie ihr seht, das ist eine ganze Weile dauert das Gameplay. Es gibt ganz verschiedene Monstertypen, wie diesen Hund hier zum Beispiel. Der ist ziemlich gefährlich, der fällt einen jetzt an, so wie ihr es hier seht. Da braucht man dann die anderen, die einen retten. Diese unterschiedlichen Monstertypen machen das Ganze sehr spannend einfach. So. Und auch natürlich sehr zufriedenstellend, wenn man sich dann von diesen Viechern entledigt. Oder wenn man sich dieser Viecher entledigt, so korrektes Deutsch. Und ja, ansonsten habe ich bisher einen guten Eindruck. Die Maps haben unterschiedliche Ziele, wie gesagt, unterschiedliche Herausforderungen. Und gerade diese Dynamik mit einem Team macht das Ganze sehr spannend. Problem ist nur natürlich, es macht es an manchen Stellen auch sehr frustrierend. Wenn man Leute dabei hat, die leider noch keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Oder vielleicht eigentlich eine Ahnung haben müssten oder könnten, aber einfach keinen Bock haben. Das ist natürlich immer die Frage, ne? Wer spielt da gerade? Ja? Hat vielleicht irgendjemand gerade seine Frau vor dem PC gesetzt und gesagt, oh, guck mal, spiel doch mal. Und er sitzt da dahinter und freut sich. Ja? Und wir hier als Dreierteam denken, was ist denn das hier? Kann natürlich alles sein. Ne? Man weiß es nicht, aber in manchen Momenten kann das zu Frust führen. Das ist immer schon die Gefahr gewesen bei diesem Gameplay-Konzept. Aber das macht's halt jedes Mal interessant, wieder zumindest was das Gameplay angeht. Und ja, es gibt jetzt mehr Progress-Möglichkeiten. Das sage ich vielleicht auch noch kurz abschließend. Wir werden das Gameplay jetzt nicht noch durchziehen, sonst wird das Video zu lang. Es gibt mehr Abwechslung bei den Waffen, als ich es jetzt in der Closed Beta im Gefühl hatte. Das finde ich gut. Ja, man hat schneller Zugriff auf andere Waffen, auf Alternativen, dass man abwechseln kann. Das finde ich sehr gut. Das hat mir gefehlt, nämlich auch immer mit der gleichen Waffe und der gleichen Schusswaffe rumzulaufen, finde ich auf Dauer einfach langweilig. Ich hoffe, sie liefern da auch immer noch mehr Waffen nach und natürlich auch mehr von diesen Unterklassen, dass man einfach mehr Optionen hat, mehr, dass man jede Mission einfach was anderes ausprobieren kann oder einfach wechseln kann dazwischen hin und her. Denn sonst droht dieses Gameplay-Konzept natürlich, sag ich mal, auf, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden vielleicht, auf jeden Fall für viele relativ monoton zu werden. Aber es sieht momentan eigentlich ziemlich gut aus, dass sie das hinkriegen. Sie werden Events machen, sie machen Events, die Abwechslung schaffen sollen, die Herausforderungen bieten, die Goodies bieten wohl auch, wenn man dran teilnimmt. Und genau sowas braucht dieses Spiel auch. Wöchentliche Events oder so, immer regelmäßige Events halt auf jeden Fall, bestimmte Herausforderungen, solche Dinge. Genau das ist das, was ein Darktide braucht. Viel Abwechslung einfach und Herausforderungen und Loot und Waffen und
Cosmetics und Klassen, das sind Dinge, die braucht Darktide, damit es langfristig Spaß macht. Und momentan sieht es auf jeden Fall danach aus, dass sie das liefern wollen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, werde mich natürlich schon bald wieder ins nächste Gefecht stürzen. Und ja, schaut gerne auch mal vorbei, Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr die Steam-Seite mal anschauen wollt. Und optimiert, das vielleicht noch abschließend, optimiert haben sie es mittlerweile wirklich ziemlich gut. Also Closed Beta hatte ich noch, mit meinem PC nicht so gut, aber sie haben wirklich Riesenfortschritte gemacht, was die Optimierung angeht, die Performance angeht, einfach die grafische hier von diesem Game. Mittlerweile sehr zufrieden damit, ich persönlich. Lasst mich aber gerne wissen, wie ihr es seht. Gefällt euch Darktide? Seid ihr schon unterwegs? Ich packe euch auch unten in die Videobeschreibung übrigens mein Steam rein. Wenn ich kann, zocke ich natürlich gerne mal eine Runde mit euch. Also meldet euch gerne bei mir. Freue mich natürlich, wenn es mal klappen sollte. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Und auf Wiedersehen.